willkommen zur Lieblingsrubrik vom lieben Gott. Herzlich willkommen zu Aushalten, nicht lachen. Heute in einer ganz besonderen Version. Aushalten, nicht lachen in der Tag Team Edition. Zum ersten Mal spielen wir nicht alleine, sondern haben jeweils einen Lachpartner. Mit mir spielt der größte Lacher Hamburgs, Rummelmusiklegende H.P. Baxter. Und bei mir im Team Deutschlands seriösester Power-Mime, Matthias Schweighöfer. Die Regeln: Gespielt wird exakt eine Stunde. Wer lacht, bekommt einen Minuspunkt. Ganz egal, ob nur einer aus dem Team oder beide. Das Team mit den meisten Minuspunkten nach Ablauf der Zeit verliert diesen Kampf der Titan. Matthias, der ist natürlich ein Klotz am Bein in so einem Spiel. Es ist ein Lachsack vor dem Herrn, der findet alles witzig. Wir beide haben uns einfach extrem vorbereitet, ne? Also, ne? Ich komm nochmal, bitte. Bitte einmal zumindest den Anfang ernst. Bitte. Okay. Na, ihr Blödmänner, seid ihr schon da? Wir haben extrem viel trainiert. Wir haben uns die ganze Woche vorbereitet mit Testpublikum und allem drum und dran. Und das war sehr erfolgreich. Sehr. Jetzt haben wir uns leer gelacht. Wir haben uns leer gelacht. Wir haben uns leer gelacht. Wir sind bereit, wir haben schlechte Laune. Kann losgehen. Also ich muss jetzt an irgendwas Blödes denken. Nee, nee, was Blödes siehst du gleich. Du musst an irgendwas Blödes denken. Morgen zu. Wenn du so easy ist, den nehmen wir mit. Wir haben noch gar nicht angefangen. Ja, vor allem das Problem ist, die können jetzt mit einer Aktion mehrere Punkte holen. Ne? Die fangen jetzt gleich nochmal an. Ne? Ach du Scheiße. Mhm. Was jetzt neu ist, ist, wir können unsere Aktion starten und beenden mit einem Schlag auf den schwarzen Buzzer. Deswegen kann man natürlich zum Beispiel auch bei einer Aktion einfach auch zwei Punkte abgreifen, indem man einfach mal zumacht, wieder aufmacht. Vater, Vater. Was ist mein Sohn? Ist das bekloppt? Ist das bekloppt? Die haben noch nicht mal angefangen und die haben schon zwei Punkte. So, warte, jetzt zusammennehmen. Ja, bitte. Vater, Vater. Was ist mein Sohn? Warum leuchten nachts die Sterne so hell? Oh, mein Sohn, das möchte ich dir beantworten. Jedes Mal, wenn einer unserer lieben Verwandten gestorben ist, ist er zu einem Stern geworden. Und jedes Mal, wenn wir nicht weiter wissen, leuchtet er hell am Himmel und zeigt uns den Weg. Vater? Mein Sohn? Warum bist du nachts immer so lange im Puff? Aber wie ich das Witzigste war, bevor die überhaupt angefangen haben. Ich habe immer nur diese Beine da gesehen. da konnte ich nicht mehr. Ja, okay, Joko, Matti. Ja. War gut. Danke. Danke. Aber wir haben auch noch ein bisschen was vorbereitet. Ja, das kein Stress, du. Kein Stress. Warte. Jetzt komme ich. So, jetzt geht's los. Oh, wir schaffen das. Klar. Ich werde soweit. Der Vorhang darf nicht aufgehen. Herr Dr. Baxter, gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Eine 2, eine 4 zum Quadrat, eine 10, Herr Dr. Baxter. Wir sind ganz nah dran. Wir sind ganz nah dran am Durchbruch. Die Weltformel. Gleich ist sie unser. Gleich haben wir es. Gleich fällt es mir ein. Eine 4, eine 6. Oh! Jetzt ist mir dieser Stift abgebrochen. Aber so ein Malheur. Herr Dektor und Dr. Baxter, ich habe eine Idee, wie wir das lösen können. Matthias! Wir lachen nicht bei der ersten Runde.
Das war wohl der erste Minuspunkt für euch, ne? Aber die Katze ist auch echt Und Scheiße, wir waren so gut, ey. Vielen Dank für deine Performance. Tschüss. Also das, was jetzt kommt, ist so eher Kategorie... Verstörend. Verstörend. Ja. So. Hallo und herzlich willkommen in meinem Beauty-Salon. Sie haben eine Gesichtsbehandlung gewählt. Wir werden jetzt gleich diese Tinktur in Ihre Haut einmassieren. Okay. Okay. Lass Sie das ganz leicht an die Schläfen ein. Oh, ey. Mach mal so, Joke. Oh, krass. Komm zu, bitte. Meine Mann hat das erst gar nicht gesehen. Ich dachte, ich sehe nicht. Ei, es stinkt alles nach Creme und Wurst. Komm her, ich helfe dir. Danke. Na? Na? Also die nächste Nummer, die hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Programm genommen. Aber dadurch, dass H.P. Baxter natürlich auch seinen kreativen Anteil leistet, hat er mich vor Wochen schon angerufen und gesagt, er hätte da eine tierische Nummer. Und deswegen legen wir los. Also H.P., dann Bühne frei. Gut. HP ist natürlich auch, was Performance angeht oder grundsätzlich, was Humor anbetrifft, ist er natürlich in gewisser Weise auch ein Fachmann. Ich muss aufpassen, dass ich nicht über ihn lache, weil der wird zwischendurch auch vergessen, warum er hier ist oder wer ich bin. Lass mich mal nachdenken, wie es auch noch ging. magst du Blumen? Ja, ich mag Blumen sehr gerne. Was sind denn deine Lieblingsblumen? Die? Sag mal. Was sind deine Lieblingsblumen? Da muss ich mal nachdenken. Und also, ich mag sehr gerne Margariten zum Beispiel. Ja. Ja, und was du? Was ist das für eine Blume? Ja, was ist denn das für eine? Was ist denn das für eine Blume, die du da hast an deinem Rücken? Das Rücken? Ist, Klatschmohn. Oh, da möchte ich aber mal dran riechen. Darf ich mal? Ja. Ja. Oh! Ich wusste es! Es ist trotzdem so gut! Ah, ich spiele! Du bist wirklich der, du bist halt ein Riesenrätsel. Sehr gut. Also, dieser Punkt geht ganz klar an unsere Adresse. Auf Wiedersehen ins Tal der Humorlosen. Ich hab eine Idee. Hui! Ah, nein!